komme ja aus der Reha-Medizin und Reha-Medizin ist einfach im medizinischen Bereich, gerade im Studium, denke ich, auch heutzutage noch unterrepräsentiert. Und das möchte ich gerne ändern. Ich möchte also die Reha-Medizin lebendig darstellen für die Teilnehmer des Kongress Operation Karriere und deshalb stehe ich hier. Wir haben im Reha-Zentrum Seehof als Beispiel für Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund gute Arbeitsbedingungen, was die Arbeitsstruktur angeht. Es gibt planbare Arbeitszeiten, es gibt eine sehr gute Teamzusammenarbeit in einem interdisziplinären Team. Das heißt, neben Ärzten haben wir Psychologen, Ergotherapeuten, Pflege, Sozialdienst, Physiotherapie und alle zusammenarbeiten am Reha-Erfolg der Patienten. Es gibt auch räumlich gute Bedingungen für Ärzte, sodass man sich auch wirklich wohlfühlen kann am Arbeitsplatz. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre, sodass ich denke, das bietet eine gute Alternative zum ambulanten oder sonstigen stationären Bereich.